Will, tell me, was there any proposal to censor porn also this year? There were. Even? No, I'm quite sure there was, but I don't trust the cloud, so I'm totally fine with my porn hard disk. Anyways, this talk today will be about the state of internet censorship in 2016. We got Will, who researches studies and measures the censorship across the world, obviously when he's not in North Korea, and Philip. Philip is a... Here's just Philip, and he's also... Willkommen bei der Übersetzung für den Vortrag State of Internet Censorship 2016. Wir sind Mio Blas, Lana, wir würden uns freuen auf Feedback über Twitter unter dem Hashtag C3T. And I think sort of the high level thing around this is that this really is the view of censorship for a very small fraction of the world. Das, was Sie hier sehen, ist die Zensur eines sehr, sehr kleinen Teiles auf der Welt. Wenn ihr euch im Web genau anseht, im Internet, dann stellt ihr fest, dass genau, dass das Internet, so wie wir es kennen, für die meisten Menschen nicht so aussieht, wie wir das sehen. Viel oft oder sehr häufig gibt es einen leeren Server, Seiten laden nicht, plötzlich sind Dinge nicht mehr auf Twitter oder auf Facebook. Und das ist etwas ganz Normales in der Zensur des Internets. Und wir müssen uns nun angucken, mit welchen Wörtern wir genau welche Teile beschreiben. So, wir gucken uns nun an, wie sich bestimmte Zensursysteme in 2016 entwickelt haben. Wir machen das anhand von Beispielen von mehreren Ländern und wir werden uns das Ganze am Beispiel von der Politik, den Gesetzen und anderem angucken. Im zweiten Teil stellen wir dann oder gucken uns genau an bestimmte Projekte, in denen nun mal Daten gesammelt werden und was damit genau geschieht. Und dann schauen wir uns an, was ihr genau spezifisch tun könnt, um die Welt einen besseren Platz zu machen. The censorship. I think it's also, and this is that first point again, which is. Wenn wir uns nun den Begriff Zensur angucken, dann. Playing into one narrative, right? Censorship is one view into. Dann stellen wir fest, dass Zensur ein einziger Blickpunkt. Von öffentlicher Meinung ist, dass Zensur als Problem ein sehr, sehr westliches Problem ist. In 2016, Zensur an sich ist sehr normalisiert. One thing that I've done a couple times, and I think it's worth like asking you guys as well, is by a show of hands, do you think there should be no internet? So, nun, einmal ein Beispiel, was wir jetzt machen. Hebt mal euren Arm, wenn ihr glaubt, dass Internetzensur schlecht ist. And so I wonder if we're really going to end up in a place where we can have this absolutist view that we want an internet without any censorship. So, nun werden wir uns also allgemein ganz genau angucken, ob wir überhaupt ein Internet haben können, in dem es gar keinerlei von Zensur gibt, also Zensur an sich überhaupt nicht vorkommt. Denn das Internet ist ein sehr spezieller sehr spezieller Ort und das schon seit einer Weile. So, was wir uns also nun angucken, das Ganze können wir halt auf einer sehr technischen Seite machen. So, wir gucken uns nun genau an, wo das Limit des Internets ist, wo liegt das Ende des Internets, wer hat die Macht des Internets, wer sind die Organisationen, die unser Internet benutzen. All diese Menschen, die das oder all diese Organisationen oder Menschen, die das nutzen, haben nun mal unterschiedliche Ansichten, warum sie ihre Sichtweisen vertreten. Wir können natürlich zensieren aufgrund von sozialen Normen, wie zum Beispiel für Pornografie oder anderes. Wir können aufgrund von wirtschaftlichen Interessen zensieren.
weil wir möchten, dass bestimmte wirtschaftliche Dinge über andere gewinnen. Wir können natürlich auch aus Security-Gründen zensieren, um bestimmte Hacker oder bestimmte Dinge rauszuhalten. Wir können also, nun lasst uns über Trends in Censorship reden. Wenn wir also über Zensur reden, dann gibt es natürlich auch erstmal die legale Zensur. Und das können wir halt als Blocking oder als Blockieren bezeichnen. Es gab also technisch einen technischen Block, über den wir heute gar nicht reden. Zum Beispiel ein Micro-Framework, welcher in vielen Ländern funktioniert. Wir haben einen EU-US-Privatsphäre-Schutz, der das ersetzt. Es gibt die Möglichkeit, dass EU-Nutzer über ein Hochladenfilter, Hochladenfilter eingeführt wird, damit urheberrecht geschützte Sachen raussortiert werden können. Viele haben Angst, dass die Verantwortung jetzt zu innen shift, also verschoben wird. Werden auch von dem Inhaltersteller mehr, was sie selbst zensieren. In China gab es in 2016, dieses Jahr, ein neues Gesetz. That internet services companies that operating in China need to store logs on their users. Es regiert, dass Internetanbieter in China Logs über ihre Nutzer haben müssen und die muss auch die nationale Identität, also die tatsächliche Identität von den Nutzern gelockt werden muss. Es gibt auch Zusammenarbeit, um der Regierung Zugriff auf Daten gibt. Most in here is that there's sort of this broad class of sort of critical infrastructure and critical services. Es gibt eine große Klasse von kritischen Leistungen und wenn China entscheidet, dass du eine davon bist, dann musst du alle von diesen Daten in chinesischen Servern haben. Und Unternehmen haben Angst, dass ihre Daten als kritisch eingestuft werden können und das würde dann dazu zwingen, dass sie ihre Daten in China haben müssen. Früher im Monat haben wir von einigen Tech-Unternehmen gehört, dass sie einen geteilten Datenbank erstellen wollen. Der Zweck dafür ist, gegen das Terrorismusbild zu kämpfen. Firmen wie Facebook haben das angefangen. Wie es funktioniert ist, die bauen einen Hash von den Bildern und die machen das in eine Datenbank, damit sie einfacher gegen Terrorismusbilder kämpfen können. Wir haben Sorgen über einige davon, vor allem mit dem Terrorismus. Wir können nicht sehen, was es in dieser Datenbank gibt und wir wissen nicht, ob es tatsächlich genutzt wird, um gegen Terrorismusbilder zu kämpfen. Ein anderes Problem ist, nachdem man diese Datenbank erstellt, gibt es wahrscheinlich viele Staaten, die schon bereit sind, etwas davon zu nehmen. Es erlaubt dann Scope Creep. Es fängt an mit dem Kampf gegen Terrorismusbilder, aber dann kann es etwas Größeres werden. Wir müssen überwachen, was es dann in der Praxis wird. Und dann endlich gibt es Staaten. Das ist ein zentralisiertes Ding. Und ich bin sicher, dass Regierungen haben ihre eigenen Ideen, wofür so eine Datenbank genutzt werden kann. Wir müssen definitiv in den kommenden Monaten schauen, dass es tatsächlich das wird, wofür die das gemeint haben. Mittlerweile in Pakistan gibt es eine ein Gesetz zu der Verhinderung von elektronischen Kriminalität. Es gibt sehr wenig Transparenz.
Es gibt die Bedrohung von 7 Jahren Haft für die Glorifizierung von irgendetwas, was Terrorismus unterstützt. Und die Gefahr ist nun natürlich, dass dieses Gesetz auch gegen andere Menschen angewendet wird, die nicht gegen oder ausgenutzt wird gegen Menschen mit anderen Verbrechen. In Toronto in Kanada gibt es ein Research Lab, welches sich damit beschäftigt, welches sehr, sehr gute Arbeit dafür leistet, wie Unternehmen in der Welt, wie zum Beispiel NetSweeper, das ist eine kanadische Firma, und sie haben eine sehr, sehr niedrige Hemmschwelle für die Firmen, mit denen sie arbeiten. Und sie verkaufen nun mal auch Technologie an gefühlt jeden, ohne eine große Kontrolle vorher durchzuführen. Eine ganz große Menge von Unternehmen sind bereits sehr häufig damit unzufrieden. Und nun gab es nun eine Gerichtsklage gegen sie. Und da gibt es definitiv oder werden definitiv noch weitere Klagen folgen. Man darf also gespannt sein. Währenddessen wird nun Facebook arbeitet nebenbei an einem Zensurtool. Google has tried it in the past. A lot of other companies have tried it as well. Viele andere Unternehmen haben das bereits auch versucht. Und das hängt hauptsächlich daran, dass man nun mal auch in China sein Unternehmen groß machen möchte, aber sich dafür nun mal auch der chinesischen Zensur unterwerfen muss. Facebook möchte also nun, um dort den Markt zu erobern, ein Zensurtool entwickeln. Und an diesem Punkt ist nun rausgekommen, dass die chinesische Regierung oder andere Chinesen nun entscheiden dürfen, was genau auf Facebook gepostet werden darf und was nicht. Und da ist nun mal die Frage, wie genau Facebook und China darüber kommunizieren und genau darüber abkommen werden, denn und das Ganze wird nun auch als genau, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Es kann nach hinten losgehen oder es kann natürlich auch daraus führen, dass eine westliche Annäherung und dass China und der Westen sich näher anmerken. Ein weiteres Problem sind die sogenannten Fake News. Also das absolute Ziel von Zensur ist die absolute Unterdrückung von bestimmten Nachrichten, sodass bestimmte Arten von Nachrichten komplett verschwinden. Man möchte also Network Packages verschwinden oder ganze Informationen verschwinden lassen. Und all das soll jedes kleine Signal von irgendeiner Nachricht soll absolut unterdrückt werden. Bereits mehrere Länder haben versucht, zum Beispiel bestimmte Tweets und Twitter zu unterdrücken. Nachdem Fake News rausgenommen sind, also Nachrichten, die nicht der Wahrheit entsprechen, haben viele Menschen gesagt, okay, wir müssen diese Nachrichten nun verschwinden lassen. Andere wiederum sagen, dass nun mal Journalismus und die Veröffentlichung von Nachrichten auch der freien Meinungsäußerung unterliegt. Ein Stück von Papier kann nicht wahr oder falsch sein. Es ist halt immer ein Grauspektrum, in dem wir uns bewegen. Natürlich kannst du etwas haben, das wahr ist, aber in falscher Weise präsentiert wird. Es ist also sehr schwer, diese Linie zu ziehen. Und es ist auch sehr schwer zu handeln. Und natürlich müssen wir auch hier feststellen, dass Fake News auch genau in die Confirmation Bias von reinspielen. Das bedeutet halt, dass dadurch natürlich auch zum Beispiel Gender oder Nationalität behandelt wird.
DPI is becoming cheaper and cheaper. Companies are offering it. It is getting easy to buy. So it is a. Es gibt nun um DPI, Democratization, das ein kleiner Teil von Technologie ist, von Menschen und Unternehmen verwendet. This is reflected in the cases of internet censorship that we have seen over. Und diese Technologie ist nun mal im nächsten Jahr haben wir eigentlich sehr häufig gesehen. Etwas, was gerade interessant ist, ist, was in Kasachstan gerade passiert. Wir wissen aktuell nicht so viel, aber was wir gelesen haben, ist, dass Kasachstan hat eine Deep Packet Inspection eingeführt hat. Wir glauben nicht, dass es von ihnen geschrieben worden ist. Wir glauben, dass eine Firma das für sie gestellt hat. Es gibt Sachen wie Standard Tor wird geblockt und ein paar andere Protokolle werden auch. Es gibt in einem Bug-Tracker eine sehr lange Diskussion, was Leute bis jetzt gefunden haben. We can visualize the block that we have witnessed so far. What you can see here, wir können visualisieren, was wir bis jetzt gesehen haben. Hier sind die verbundene Tor-Nutzer über das Ende von dem letzten Jahr. Und wir sehen dann plötzlich, dass es einen Fall gab. Gleichzeitig sehen wir, dass es einen Anstieg an Bridge-Nutzer gibt und die sind unveröffentlichte Nutzer, anonyme Nutzer. Wir glauben, dass die Obfuscation-Protokolle sind auch geblockt. Beyond these sort of individual countries using DPI, we see that it's getting into über diese Nationen, die diese DPI nutzen. This is the dashboard on a Ubiquiti. So, hier seht ihr nun mal das Dashboard eines speziellen Wi-Fi-Setups. Und anhand dieser Grafiken seht ihr alle. Okay, seht ihr genau in Gruppen aufgeteilt zu spezifischen Themen mit unterschiedlichen Gruppen, zum Beispiel End-to-End. Prioritize your small web browsing that you want to be interactive over the bulk transfer. Right, there's legitimate one like desires for a lot of this, but we are making this form of censorship and this form of traffic discrimination a very common thing. The ray of hope in this picture. Was etwas anders zur Hoffnung gibt hier, ist, dass immer mehr Verschlüsselung gibt. 2016 war hat Let's Encrypt 40% des Webs erreichen können und es gibt viele Millionen neue Sites und was das ermöglicht, ist, dass DPI immer noch nur host-based Blocking machen kann, aber es kann nicht einzelne Seiten nur blockieren. Solange der Verkehr verschlüsselt ist, kann es einfach viele von den Tools überwinden, die spezifische Dienste nur blocken wollen. Und die können einfach sagen, wenn sie Videos blockieren wollen, können sie nur die ganze Site blockieren, aber nicht den einzelnen Videostream. Und dies ist auch natürlich ein Rüstungswettrennen und werden einige Beispiele sehen später von Ländern und wie man dagegen kämpfen kann. Wir haben Blogposts erwähnt, schon mehrfach, und wir glauben, soziale Medien, sowohl Facebook und wie wir posten und auch mobile Apps, mit denen wir kommunizieren und chatten, sind immer mehr im Fokus der Zensur, vor allem bei politischen Veranstaltungen. In Brasilien wurde WhatsApp mehrfach blockiert, als das politische Klima etwas instabil wurde. Und das ist, war rechtlich einwandfrei und innerhalb des Rechtsrahmens. Und sie konnten einfach diese blockieren lassen. Aber die Provider konnten das nicht liefern, weil es alles verschlüsselt war. Und also haben die Richter einfach mal das blockiert, den ganzen Dienst, und dann auch wieder nicht, und haben angedroht,
den Vorstand zu inhaftieren, wenn sie nicht dem Folge leisten. Und wir sehen auch, dass in Gabon soziale Netzwerke im September, Gabon war interessant nach der Wahl, und es dann ging das Internet irgendwann wieder nur mit einer Sperrstunde abends um 6, 6 Tage nacheinander, und am nächsten Morgen ging es wieder an. Das heißt, während der Arbeitszeiten konnte man es benutzen, aber nicht, um abends was zu organisieren. Und danach gab es allgemeine Verbindungen zum Internet abends, aber kein Facebook, Twitter und WhatsApp. Und die Dienste, die Leute zur Organisation benutzen, wurden dann blockiert, einige der sehr sensiblen Topics. Und ein neues Beispiel aus Ägypten: gerade diesen Monat hat Ägypten Signal blockiert, eine der end-to-end verschlüsselten Nachrichtensysteme. Und glücklicherweise hat Signal schnell darauf reagieren können, und sie haben eine Umgehungstechnologie im neuesten Update, die das umgehen kann. Also die ein Update gemacht haben, können es immer noch benutzen. Aber ja, könnt ruhig klatschen. Und sind diese Apps, die immer mehr in den Fokus der Staaten geraten, die Kommunikation kontrollieren wollen. Yes, verteilter Denial-of-Service-Angriff, das ist immer noch am Leben, gibt es immer noch ganz viel. Eines der großen Beispiele ist, um Leute mundtot zu machen, die Sachen sagen, die nicht passen, gibt es mit DDoS-Angriffe mit Botnets, und dann konnte man die Seite in terms of their size, they can handle traffic, but we see that botnets can still be effective. Ja, Botnets sind immer noch effektiv, auch wenn große Seiten viel Traffic handhaben können. Aber es gibt auch für kleinere Sachen die Black Lives Matter Bewegung, und da gibt es über 100 DDoS-Angriffe auf deren Seiten im letzten Jahr. Und DDoS ist immer noch das Werkzeug, was benutzt wird, wenn man nicht im Zentrum steht. Und du bist irgendwie an der Seite und man kann die Kommunikation nicht einfach blockieren und nicht den ISP angreifen, oder man muss es anonym machen und man will trotzdem die Mundtot machen, und dann ist DDoS immer noch effektiv für sowas, wenn man die Ressourcen hat und Bandbreite und Geld. Aber wenn man nicht unbedingt die Macht hat, direkt Netzwerkkommunikation zu blockieren. Es gab noch einige Internetschließungen. Access Now ist eine Gruppe, die das Internet beobachtet, den Internetzugang beobachtet und Kampagnen macht für mehr Zugang zum Internet. Und 2015 gab es 15 Abschaltungen des ganzen Internets, und in diesem Jahr 51. Und das ist immer mehr so, dass das zum Alltag gehört. Und ja, man kann auch sagen, dass in anderen Ländern gab es 15 Fälle, in denen das Internet abgeschaltet wurde, und es gab keine Aufstände und gab keine großen Konsequenzen. Und es passiert weiterhin, und dann können andere Länder vielleicht auch sagen, oh, das ist normal, das machen wir vielleicht auch. Selbst in Amerika sehen wir immer wieder Versuche, diese Kontrolle, die Kontrolle durch das Abschalten des Internets zu gewinnen, um mehr und damit die Regierung mehr Kontrolle erreicht. Was uns in dieser Situation Hoffnung gibt, sind Fälle wie Ecuador zum Beispiel. Auch wenn Ecuador die Möglichkeit hatte, das Internet abzuschalten, gab es eine ganz, ganz viele Leaks von Whistleblowern und von anderen zu veröffentlichen. These structures and systems that are being put in place. I think Ecuador provides us with one of these examples this year of how whistleblowing is alive and well.
Ecuador zeigt uns damit dieses Jahr, wie wichtig Whistleblower sind und warum wir sie brauchen. Ja, Thailand hat schon ganz lange ganz enge Gesetze und die Zensur ist, da geht es oft auch um Beleidigungen des Königs und der Königsfamilie. Und der König ist gestorben und es gab einen Nachfolger und dann gab es auch Sorgen darum, was dann passiert und es gab ein neues Gesetz, was der Regierung noch mehr Macht gibt. Im Frühling gab es Vorschläge, dass es einen einzelnen Internet-Gateway geben muss, sodass die Regierung Kontrolle darüber hat, welcher Verkehr aus dem Land hinausgeht. Das gibt es immer noch nicht, aber es hört sich so an, als ob sie gerne noch mehr Macht und Kontrolle haben würden und haben wollen. Und das geht anscheinend in diese Richtung und die Gesetzgebung im Dezember deutet in diese Richtung. In Cuba, the Cuban internet remains very expensive and out of reach for most people. In Kuba wird das Internet, also bleibt es immer noch sehr teuer für die normalen Menschen. Aber was uns ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass Google in letzter Zeit ein Abkommen unterschrieben hat, seine Dienste in Kuba anbieten zu können. So maybe this is, I guess we can hope, an indication that Cuba is going to start sort of upgrading its infrastructure. Wir können hoffen, dass das hier ein Hinweis darauf ist, dass Kuba in nächster Zeit seine Infrastruktur aktualisieren wird und dass es mehr verbunden wird. In der Türkei gab es dieses Jahr ein schwieriges Jahr. Die blockieren regelmäßig VPN-Protokolle und Anonymisierungsprotokolle wie Tor. Die wurden jetzt eingestuft als teilweise frei bis nicht frei. Und das anhand der politischen Ereignisse, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Finally, the UK has passed a set of laws and we've seen sort of additional. In Großbritannien gibt es neue Gesetze, die abgeschlossen worden sind, mit Einschränkungen in Sachen wie Pornografie. But it sounds like it primarily is a surveillance thing. Es klingt, als ob es in erster Linie für Überwachung gedacht wird. Ja, es gibt keine wirklich ganz neuen Sachen, wenn es um Inhalte geht. Und viel ist passiert bei Messungen und in der Zivilgesellschaft und wir wollen euch kurz mal die aufregendsten Sachen zeigen, die im letzten Jahr passiert sind. Uni hat Fortschritte gemacht. Uni ist die Open Observatory for Network Interference, eine offene Architektur für Monitoring und es gab sehr viel frische Forschung, neue Forschung und Uni hat kleine Sonden mit einem Raspberry Pi, die in verschiedenen Ländern stehen und in diesen Ländern machen die Messungen und senden die an Uni-Server und dort können wir das untersuchen und analysieren und viel ist passiert und in mehr als 10 Ländern gibt es jetzt Partnerschaften, um diese kleinen Probes einzubauen, um damit wir einen Eindruck bekommen, was in diesen Ländern passiert. Uni war auch sehr aktiv auf dem Blog. Auch hier ist viel passiert. Wir haben eine URL hier. Unter anderem wurden die Wahlen in Malaysia analysiert und es war ein sehr aufregendes Jahr. Es gibt ein Webinterface jetzt, wenn man eine Uni-Sonde hat und mithelfen will und dann kann man jetzt zu diesem Webinterface gehen und es ist ganz einfach, jetzt das laufen zu lassen und die Testergebnisse zu analysieren. Und Uni hat einfach arbeitet zusammen mit einem Interface-Designer, um das möglichst einfach benutzbar zu machen. Und so sieht es jetzt aus. Und es gibt auch viele Pläne für 2016. Neben unter anderem will Uni die Datenpipeline neu machen und es wird immer zum zentralen Server gesendet und dann passieren nacheinander mehrere Schritte in der Verarbeitung der Daten.
Und wenn die Daten mehr werden, dann wird es immer schwieriger, mit dieser Informationswelle umzugehen. Sowohl das Uni-Projekt will mehr interessante Daten aus den Daten kriegen und will es auch einfacher machen, große Mengen zu analysieren. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch die Zusammenarbeit. Und diese Sachen waren autonom und irgendwo in einem Keller oder an einer Universität in verschiedenen Ländern. Und es ist schwierig, die richtigen Ergebnisse zur richtigen Zeit zu bekommen, weil es eben alles autonom organisiert ist. Also gibt es einen Trend zu einem Modell, wo es einfacher wird, diese Sonden zu kontrollieren und Kontrolle darüber zu haben, was analysiert wird. Und dadurch wird es viel flexibler und man bekommt viel einfacher bessere Ergebnisse. Zum Beispiel bei Wahlen will man nicht lange warten, bis alles fertig ist, sondern man hat eine ganz gute Ahnung, wonach man sucht in bestimmten Gegenden und dann kann die Sonde diese Messungen einfach rechtzeitig machen. Und es gab auch im akademischen Bereich Fortschritte. Wir haben eine Zensurbibliothek und wir haben mehr als 20 Forschungspapers gezählt, sowohl in Umgehung als auch in der Analyse von Zensur. Unter anderem haben wir erfahren gibt es weitere Erkenntnisse zur Great Firewall, zur großen Firewall in China. Unter anderem hat man vorher an der Injection geguckt und jetzt haben wir auch gelernt, wie die Maintainer davon damit umgehen, wie es hardcoded Tor-Bridges gibt. Und es ist ganz aufregend, weil man genauer erkennt, wie das wie die Great Firewall betrieben wird. Daneben, neben der Forschung gibt es auch noch eine Diskussion über ethische Fragen der Netzwerkmessungen. Und zu Anfang hat man gesagt, man darf einfach alles bei der Messung, aber vor 2 bis 3 Jahren gab es einige kontroverse Papers, die die Community aufgefordert haben, darüber nachzudenken, was akzeptabel ist. Denn einige dieser Arbeiten können Leute gefährden. Und das ist nicht völlig ignoriert worden, aber vielleicht sollten Leute mehr darüber nachdenken, als sie tun. Und unter anderem versucht man informed consent, also informierte Zustimmung zu erreichen. Und es ist wichtig, Zustimmung zu erreichen. Und das ist unter anderem, es ist schwer, informierte Zustimmung wirklich zu erreichen. Man kann vielleicht einen Fragebogen vorher machen, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen. Und ein anderer Trend ist auch, die Risiken gegen die Vorteile abzuwägen. Und man bekommt natürlich immer was aus einem akademischen Forschungsprojekt, aber es gibt auch gewisse Risiken. Und natürlich ist es einfach. Man kann es nicht einfach quantifizieren und hat dann einfach 2 Zahlen und kann die abwägen, sondern man muss wirklich etwas Aufwand betreiben. Und das ist so ähnlich wie Threat Modeling. Natürlich können wir Gesetze angucken und bekommen ein Gefühl dafür, wie Leute Ärger kriegen würden, aber Gesetze sind doch sehr unterschiedlich, auch in der Anwendung. Also muss man jemanden finden, der das Land kennt und wie die Gesetze angewendet werden. Und das ist relativ schwierig. Und der Konsens ist eben, dass im Zweifelsfall eher auf der Seite der Vorsicht fehlgehen sollten. Und ein interessantes Projekt im akademischen Bereich ist Spooky Scan. Und das ist eine Netzwerkmesstechnik, die Verbindung zwischen 2 Computern testen zu können, zum Beispiel in China und in den USA, und man kontrolliert weder A noch B. Und das ist der aufregende Teil. Man kann auf den Verbindungsstatus schließen, obwohl man über keinen der Rechner Kontrolle hat. Und wie das funktioniert ist, es benutzt einen Side-Channel in Netzwerkstacks. Manche haben vielleicht schon von IP-ID gehört. Das wird für Fragmentation benutzt. Viele schreiben da eine Zufallszahl rein heute, aber ältere Implementationen, zum Beispiel Windows und FreeBSD, haben einen global inkrementierten Zähler, und das bedeutet, es
lässt Informationen raus, die andere lesen können. Und das ist die Grundlage für Spooky Scan. Im Moment, laut den Forschern, gilt das für etwa 1% des IP-Verkehrs. Das hört sich nicht nach viel an, aber wenn man sich für ein bestimmtes Land interessiert, ist 1% doch schon ziemlich viel. Da hat man immer noch viele tausend Maschinen, die man mit Spooky Scan untersuchen kann. Das alle wird von der Princeton University gemacht. Und es gibt ein anderes Papier noch, was vorbereitet wird, und das gucken wir uns jetzt im Detail an. In diesem Bild kannst du sehen zwei unterschiedlichen Arten, also drei unterschiedliche Empfehlungen. In allen drei haben wir einen Reflektor auf der linken Seite und wir haben keine Kontrolle darüber. Und wir haben eine Seite auf der rechten Seite, die nicht unter unserer Kontrolle ist. Dann haben wir ein Messungsgerät ganz unten, das unter unserer Kontrolle ist. Und es muss die Möglichkeit haben, IP-Pakete zu spoofen. Das ist normalerweise in einem akademischen Netzwerk kein Problem. Und deswegen funktioniert das relativ gut. Man sendet ein SYNACK zu dem Reflektor und dann kennt man den Zustand von dem IP-ID-Counter. Und dann sendet man ein gefälschtes Paket von der Messmaschine zu der Site. Aber die Return-Adresse von dem Paket ist der Reflektor und nicht die eigentliche Maschine. Das heißt, wenn die Site das Paket bekommt, dann sendet es die Antwort an den Reflektor statt an die Messmaschine, weil es gefälscht wurde. Und jetzt passiert etwas Magie und wir versuchen jetzt rauszufinden, was hier geht, wie die Pakete von der Site zu dem Reflektor kommen. Und wir wissen noch nicht genau, wie das funktioniert, aber was wir wissen, denn wir senden am Schluss nochmal ein SYNACK zum Reflektor und messen den IP-ID-Zähler wieder. Das heißt, wir haben zwei Zustände des Zählers und wir können die Differenz messen, und die Differenz zwischen vorher und nachher gestattet uns die Anzahl der Pakete zu messen. Und es hat etwas gedauert, bis ich das wirklich ganz verstanden habe. Und es funktioniert nicht in allen Fällen, aber wenn es funktioniert, dann kann man damit wirklich zuverlässig rausfinden, was zwischen zwei entfernten Computern passiert. Und das ist nicht nur in diesem isolierten Szenario möglich, sondern das skaliert sehr gut. In einem anderen Forschungsprojekt haben einige Leute Spooky Scan in großem Maßstab eingesetzt, und das sieht man hier, also in China, und einige Tor Relays wurden als Ziele ausgewählt, und die Leute haben gemessen die Verbindung zwischen diesen Computern und haben die grünen Linien gezeichnet. Grün ist nicht blockiert und rot ist blockiert. Und der Punkt davon ist einfach nur zu zeigen, dass das skaliert. Also wenn das richtig implementiert wird, dann kann man wirklich dem Spooky Scan auf planetarer Größe anzuwenden. Wie viele andere akademische Forschungen gibt es natürlich hier ethische Herausforderungen. Man will eigentlich nicht einen Laptop von einem normalen Internet-User dafür anstellen, denn es könnte sein, dass das die lokale Regierung die Internetverbindung überwacht und interpretiert, was passiert, und vielleicht schließen sie daraus, dass der Benutzer irgendwas macht, was er in Wirklichkeit eigentlich gar nicht macht. Dieses Problem ist gelöst, indem man im Traceroute einfach zwei, drei Schritte zurücknimmt, und statt einfach die End-User wirklich zu benutzen, wählt man einfach Router aus dafür. Und man kann einfach auch von dem das Rauschen rausfiltern und hat dann keine Probleme mit dieser ethischen Fragestellung. Ein Projekt, woran ich letztes Jahr gearbeitet habe, ist Satellite. Das macht sowas ähnlich wie Spooky Scan auf DNS-Ebene und guckt OpenDNS-Resolver an, wie konsistent DNS ist und die DNS-Auflösung. Und es gibt darüber jetzt ein Paper, und wir haben jetzt einige Jahre an Daten. Und viel davon ist einfach baut aufeinander auf, dass wie viele
Sites werden blockiert in den letzten Jahren. Das ist seit 2014 und 2015 war etwas vor der Wahl und dann kam ein großer Anstieg und in 2016 wurde es einfach immer mehr. Und neuere Arbeiten, die wir gemacht haben, war einfach zu erklären, was blockiert wird und warum. Und wenn wir herausfinden, dass eine Site blockiert ist, und einige der Auflösungen waren einfach eindeutig falsch. Und einige hatten einen Pointer, der falsch rum war und es auch die Reverse Resolution irgendwie falsch war und der Name falsch aus war. Viele hatten den falschen Server-Header auch, wenn man von der IP-Adresse eine Verbindung machte. Und, also haben wir diese Begründung, warum wir denken, dass irgendwas komisch ist. Und wenn wir die gesamten Daten durchsuchen, werden wir noch mehr wissen. Und es gibt immer noch einige Sachen, die nicht aus den Universitäten kommen, was auch sehr interessant ist. Das Projekt Great Fire zum Beispiel, da geht es um China. Auf Circumvention Central, die testen die Verfügbarkeit von VPNs in China und versuchen einige der bekannteren VPNs und testen, wie schnell und wie zuverlässig die funktionieren. Und das ist wirklich eine Ressource für Benutzer, welches Tool sie vielleicht gerade benutzen sollten. Wir haben auch von Google was gesehen. Gute ist noch einen Schritt voraus und die haben etwas, das heißt Unfiltered News. Und sieht, welche Nachrichten in verschiedenen Ländern möglichst viel berichtet wurden. In den USA ganz viel gesehen wurde und viel weniger an anderen Stellen. Und in Syrien sieht man zum Beispiel ein ganz anderes Bild, wer was sieht. Und man kann einfach gucken, wo hier die Punkte fehlen. Es gibt China zum Beispiel gar nicht. China hat diese Nachricht gar nicht gesehen. Und dann kann man dieses Problem angehen. Und in manchen Orten gibt es manche Nachrichten einfach überhaupt nicht. Und darüber sollten wir vielleicht immer noch mehr nachdenken, wenn es darum geht, Inhalte aus sozialen Netzwerken zu entfernen. Es geht nicht nur um einzelne Hosts, sondern das ist hier wirklich ein interessantes Projekt, sodass wir einfach nur die Host-based umgehen können. Eine andere Firma, die tolle Forschung machen, ist Dyn. Die sitzen mitten in der Netzwerk-Infrastruktur und untersuchen Unterbrechungen im Routing. Und da muss man wirklich mitten in der Infrastruktur sitzen, um herauszufinden, ob es hier wirklich ein Problem ist. Man kann messen, aber man weiß nicht genau, wo was diese Routing-Probleme sind. Und ja, manchmal werden die Verbindungen einfach auf dem Routing-Level unterbrochen in einigen Ländern. Zum Beispiel gibt es einfach Abschlussprüfungen und dann ist das Netz einfach nicht erreichbar. Zusätzlich zur Technologie gibt es vieles, was verbessert werden kann, was kulturelle Verständnis angeht. Es gab einige amerikanische Aktivisten, die ich befragt habe, wie der Great Firewall in China angesehen wird von Leuten im Westen. What the world looks like through the eyes of a foreign government. This tends to be difficult because of cultural misunderstandings. Es wird schwierig zu verstehen, wie andere Leute in anderen Teilen der Welt etwas betrachten, weil es gibt Sachen, die man nicht einfach in dem Westen wissen könnte. In dem West haben wir Angst vor totalitären Regierungen, wie zum Beispiel dem Dritten Reich. In China haben wir eher das Problem oder das Problem, was aufkommt, dass die Abstinenz von Autorität als Problem ertrachtet wird oder die komplette Abstinenz.
Und wenn wir uns nun bewusst machen, welche Kulturen vor was genau Angst haben, dann erkennen wir auch das Thema Zensur aus einem völlig anderen Blickwinkel. Only we could provide the people in China with circumvention technology, all these problems would just wenn wir also denken, dass wenn wir China nun all die Möglichkeiten geben, sich der Kontrolle zu entziehen und damit alle Probleme gelöst werden, das ist zu einfach gedacht. Ganz viele Länder haben nun mal überhaupt kein Interesse daran, was ausländische Nachrichten zu sagen haben. Dass nach dem arabischen Frühling und anderes viele Länder nun auch sehr angsterfüllt sind, von weiter westlichen Nachrichten Einfluss zu erhalten. How we learn about censorship remains through word of mouth, through conversations that we have at venues like this one. People go alles, was wir über Zensur wissen, ist einfach nur Mund-zu-Mund-Propaganda, so wie zum Beispiel dieser Vortrag hier auch. Diese Unterhaltung, die wir hier führen, ist genau das, die Diskussion über Zensur, die uns das liefert, was wir über Zensur eigentlich wissen. Das ist der Austausch. Und natürlich sehen wir auch Reaktionen von Unternehmen, die nun uns mitteilen, inwieweit Zensur eigentlich sie beeinflusst, aus ökonomischen Gründen. A lot of that money has come through an entity called the Broadcasting Board of Governors. So, wenn wir uns nun also das Funding solcher Sachen ansehen, dann stellen wir fest, dass das 800 Millionen Dollar hin und her verschwimmen, je nachdem, in wessen Kontrolle sie sich gerade befinden. Changes and reshapes the measurement and the circumvention spaces. We also, you know, here's an example of a news site in Qatar. Hier gibt es nun eine Information zur Seite von in Katar, eine Newsseite. Other people who provide platforms and experience censorship will be willing to speak out. Auf der wir sehen, dass Menschen, die Zensur erfahren, offen sprechen können. Und hier sehen wir eine Statistik, welche zeigt, wann eine Website and so I think one of the things that we really need to, you know, both be concerned about and see as an opportunity is engaging with these companies and these major services. And hier sehen wir also nun, wie viel Traffic diese Website bekommt und wie viele Menschen sich dort melden zu bestimmten Zeiten. Und im Vergleich dazu, wann eine bestimmte Website erreichbar ist. First is the service-side measurement. How do we understand what's being taken down? Erstmal ist der serviceseitige Messungen und wir müssen schauen, was erreicht den Client nicht. Wir können das seitens des Client versuchen, aber das ist ein bisschen schwieriger. Wir sammeln ganz viele Daten und wir werden mehr Daten sammeln. Mit Projekte wie Wikiscans kriegen wir auch Daten, um Beweis zu kriegen, was auf dem Host-Ebene passiert. Wir sehen, ob das Blockierung von Host Beweis von Zensur ist. And finally, all of this is within this framework of the encryption battle and whether we have the ability to. Und alles hier ist in dem Framework über das, den Kampf gegen die Zensur, um was wir Leuten sagen wollen. Das erste, was man machen kann, ist, die lokale Netzwerke zu finden. It's sort of that same final message that we left you with last year. Und auch als wir uns euch, es ist ungefähr dieselbe Nachricht, die wir euch letztes Jahr hinterlassen haben. Denn wir möchten die Zensur nicht abschaffen, sondern wir möchten sagen, wir möchten Zensurtransparenz haben, denn wir können sie gar nicht abschalten. Es geht darum, dass wir gucken müssen, welche Macht sich Regierungen überhaupt nehmen. If it's legal where you are, join in measuring, run Uniprobe.
wenn Zensur legal ist, dort wo ihr lebt, dann nehmt euch einen der Codes und eines der Tools, die wir beschrieben haben, und messt das Ganze, sammelt Daten, guckt nach Nachrichten, die ihr eben nicht seht in den ersten Teilen. Guckt nach Netzneutralität. Guckt nach Netzneutralität und anderen Dingen. Und damit hinterlasse ich euch jetzt zurück mit all diesen Tipps und bin bereit für Fragen. So, we got already a question from the internet. Yeah. Hier die erste Frage des Internets. How the gentle, graceful degradation of the use of Tor bridges in Kazakhstan can be explained by the packet inspection and wie kann die genaue Zensur in Pakistan anhand von Package Description und Bridge Traffic genau erklärt werden? In the very beginning we did have a sharp follow-off. As for the second part of the question, we don't know. So this is part of the problem. Im zweiten Teil des der Frage kann ich leider überhaupt nicht beantworten. Genau. Okay, eine weitere Frage vom Internet. Since it looks like it probably he asked if it wasn't most likely wasn't covered. So do you have any idea how habt ihr Ahnung oder habt ihr bereits gesehen what they do for blocking? Das ist in so Roscom's, I believe the Russian in Ecuador oder in einer Federal Telecommunications Authority something. Ah, okay. Ob es in spezifisch in Russland bereits Geoblocking und anderes Blocking gibt. Da habe ich nicht genau reingesehen und ich habe mir Russland auch nicht spezifisch angesehen. Hi there. You mentioned Hello. ONI, and I really appreciate the effort ONI takes for measuring censorship. How about other approaches like RIPE Atlas, IPv4 wide scanning? Wie geht es? Wie sieht es bei euch aus mit anderen Projekten, die zum Beispiel nach IPv4 Sachen oder nach anderen suchen oder Wikiscans? Ja, genau. IPv4 Scanning ist halt genau das für bestimmte Services in den Webservices, die wir hier benutzen, die nun nach Open Proxies oder nach anderem suchen. The major challenge is jumping up to IPv6. Und nun ist es halt unsere große Aufgabe, mit IPv6 zu springen. And that's still sort of the next area of und das ist nun die nächste Entwicklungsebene, in die wir gucken und in die wir uns bewegen müssen. So with respect to Atlas, you have to be a little bit careful because wir müssen dabei auch vorsichtig sein, denn in Atlas da haben die Menschen nun mal nicht bewusst ihr Einverständnis in dem Sinne gegeben. Viele Menschen, viele dieser Techniken wissen gar nicht, dass sie für diese Art von Technik nach der Suche von Zensur verwendet werden. The RIPE Atlas sort of entity RIPE has definitely had, I think, struggled with where their line is of what they're comfortable with, and realized that is a huge entity with a lot of different interests, and some of those interests. Wir müssen hier uns natürlich auch angucken, dass es verschiedene Interessen gibt unter den unterschiedlichen Organisationen und dass die auch im Kontrast zueinander ziehen. Und wenn wir halt das ganze Network verstehen müssen, dann müssen wir uns auch damit beschäftigen. Könnt ihr into PHP-Hijacking gucken und into in andere spezifische technische Dinge. Technisch oder spezifisch, wenn wir direkt hineinblicken und uns gucken, was da genau passiert. Natürlich hauptsächlich technisch, aber auch aus anderem Interesse, wie zum Beispiel dem automatischen Filtern. Examples of companies called out for hijacking. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die nun aufschreien und sagen, es gibt definitiv Security und Botnets,
die absolut unakzeptierbar sind. So that's not necessarily monetary gain, but rather to, you know, either take control or limit other things going on the internet. Ich denke spezifisch, dass das allgemein ein schlechtes, etwas Schlechtes ist. Und ich hoffe, wir können uns das noch allgemein spezifischer angucken. In the beginning you mentioned deep packet inspection and then afterwards you said, luckily there's Let's Encrypt. But how will that benefit censorship? Du hast gesagt, zum Glück gibt es Let's Encrypt, aber was bringt uns für Zensur? Natürlich können wir nicht sehen, was man genau mit der Seite macht, aber man kann immer noch sehen, dass man mit dieser Seite verbindet. For blocking of specific content, right? That's really often what you see being the blacklist that's provided by governments. Normalerweise ist diese Blacklist oder die, die etwas blockieren wollen, die geben eine Liste von spezifischen Videos zum Beispiel in YouTube, die sie blockieren wollen. Und das zwingt die Internetanbieter dazu, dass die gesamte Webseite zu blockieren. And has deep packet inspection not evolved by time that they can now also inspect? Deep Packet Injection nicht so entwickelt, dass sie jetzt HTTPS-Verkehr auch anschauen können. Das können sie nur machen, wenn sie ein Root-Zertifikat haben. Das ist ein bisschen schwieriger mit Sachen wie Videos, weil da muss man bis zum Ende warten. Aber wir haben keine Regierung gesehen, die bis jetzt sowas missbrauchen. Also wenn sie zum Beispiel ein staatliches Zertifikat ausnutzen dafür. Das ist natürlich etwas, was wir beobachten müssen, weil es gibt natürlich die Möglichkeit, es gibt Regierungen, die sowas machen wollen, also die inländischen Verkehr überwachen wollen, aber bis jetzt haben wir sowas nicht gesehen. Thanks, everyone. Danke.